Die mobilen Ladegeräte von eFuturo sind die optimale Lösung, falls keine Wallbox in der Nähe ist. Der eFuturo Universal funktioniert mit 220 Volt, ist mit Typ 2 Stecker ausgestattet und ist umschaltbar zwischen 10 und 16 Ampere. Auch die eFuturo Universal Max funktioniert mit 220 Volt, hat auf der Fahrzeugseite den Typ 2 Stecker, ist aber mit LCD-Display ausgestattet. Im Display kann ich dann umschalten zwischen 10 und 16 Ampere und kann die bereits vergangene Ladedauer sehen. Bei der eFuturo Universal Pro habe ich die Möglichkeit, die Ladezeit vorzuwählen bzw. auch die Ladedauer einzustellen. Alle eFuturo Universal Ladegeräte sind mit einer Zuleitung von 1,5 Metern, einem Hitzeschutz und einer Ladeleitung von 4 Metern ausgestattet.